Hallo, ich mache ein Freitagsvideo anlässlich des Videos, was ich auf dem Kanal von MWGFD auf YouTube gesehen habe, beziehungsweise dabei bin, das zu gucken. Da geht es um institutionellen, also Übergriff auf Kinder. Und das ist ein Riesenthema. Interessant. Die Pressekonferenz geht da über 5 Stunden, verschiedene Redner. Kann man sich auf YouTube auf MWGFD angucken. Wenn ich manchmal keine Lust mehr habe auf Widerstand, auf Demonstrieren, auf Leuten irgendwas erklären und so weiter, dann denke ich an Kinder und dann habe ich wieder Kraft. Ist wirklich so, wenn es regnet und ich auf einer Demo pitch nass geworden bin oder wenn ich irgendwas Blödes im Büro erlebt habe mit einer Diskussion über das Thema Impfen, da mache ich morgen ein Video drüber, was ich da im Büro jetzt erlebt habe. Alles nervig, aber wenn ich an Kinder denke, ne, dann weiß ich, wofür ich das mache, weil die können sich nicht wehren, die sind toll, die sind, weiß ich nicht, Kinder, die machen einem irgendwie ein Lächeln ins Gesicht, wenn man die sieht. Ich freue mich immer, wenn ich auf der Straße Kinder sehe, wenn die irgendwie gut drauf sind. Ich gehe oft spazieren über so einen Spielplatz. Das ist ein Teil von meiner Runde, wo ich oft spazieren gehe. Und wenn man so sieht, wie die unbeschwert sind, ne? Wie viel gesunde Anteile die noch haben, weil die halt noch nicht so, ja, wie soll ich sagen, kulturell überformt sind, wie wir Erwachsenen, dann. Also mir gibt das immer sehr viel Kraft, diese ganzen Sachen weiterzumachen. Und morgen mache ich ein Video über aktuelle Situation bei mir. Hat sich geändert. Und ich glaube, das ist auch ganz gut. Ja, soweit. Bis dann.